Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Psalm 27, Vers 14. Und da steht: Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Und wenn du gerade entmutigt und kraftlos bist, dann fasse Mut mit deinem ganzen Herzen und höre, was Gott alles zu tun vermag. Ja, da wollen wir dich unterstützen mit Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen, dass du wieder neue Hoffnung schöpfen kannst. Und aus Hoffnung kommt Glaube. Und heute, ja, der andere Frieden. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Der andere Frieden. In Johannes 14, 27 steht: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Es ist ein anderer Friede. Wenn wir heute in dieser Zeit leben, das Wort Frieden, das wünscht man sich an jeder Ecke, wo Krieg ist, wo Not ist und überall. Aber der Friede, den Frieden, den wir von Gott bekommen, ist ein ganz anderer Frieden. Ja, wenn wir aber nicht gelernt haben, Gottes Stimme zu hören, dann hören wir ganz laut alles, was der Feind so in die Welt hinaus posaunt. Und diese Stimme ist so laut, die kommt über die Medien und sie macht dich schwach, diese Stimme. Und weil kein Friede darin ist. Und wir haben eine andere Stimme, Gottes Stimme, und da ist Frieden darin. Du sagst, ja, wie kann ich die Stimme hören? Ich glaube, das ist auch ein Stück Lernen. Nicht nur ein Umschalten zwischen rechts und links, sondern wirklich lernen, Gottes Verheißungen zu hören, Gottes Stimme zu hören, wenn wir wo lesen, in der Bibel zum Beispiel oder sonst wo, dass wir das hören, weil der Heilige Geist möchte zu uns reden, möchte zu Gottes Kinder reden. Und das wollen wir ja auch sein. Ja, Frieden, den er gibt, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Und in diesem Frieden ist auch eine Ruhe, eine Entspanntheit. Und in diesem Frieden bekommen wir auch Gunst von oben. Gunst in dieser heutigen Zeit ist was ganz Seltenes. Aber Gott möchte dir Gunst geben. Danke, Herr, für deinen Frieden, den du uns versprochen hast und der auch da ist. Herr, dass es ein anderer Friede ist, wie nicht ein Frieden, wo Menschen sich entscheiden, einfach friedlich zu sein, was manchmal keine Stunde hält. Nein, einen Frieden, Herr, der von dir kommt, der Bestand hat, der uns gut tut, ein Frieden, der auch heilt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir möchten auch heute wieder beten für Menschen, die Gebetserhörungen brauchen, die Probleme haben, die Sorgen und Nöte haben und uns geschrieben haben. Und er schreibt eine Frau, die bittet um Heilung, Glauben und Vertrauen. Bitte betet mit für mich für die Heilung meiner Zähne, Ohren und Augen. Bitte auch um Glauben und Vertrauen. Bitte, Herr Jesus, lass ein Wunder geschehen. Und Jesus, wir wissen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und das bietet auch diese Frau. Und ich danke dir, dass du sie berührst an Zähne, Ohren und Augen. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom durch ihren Leib fließt und dass du stärker bist wie jede Art von Krankheit. Und wir danken dir, dass du da wirklich die Hilfe bist und die Kraft bist und da eingreifst. Danke, Jesus. Auch ihren Glauben stärkst und ihr Vertrauen stärkst. Ich danke dir, Jesus, dass du sie berührst und dass du ihr begegnest. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen wegen Probleme in den Wechseljahren. Da schreibt uns eine Frau: Ich möchte Sie bitten, für mich zu beten. Ich leide so sehr an Hitzewallungen und Schlafstörungen wegen der Wechseljahre. Habe alles schon versucht und nichts hat geholfen. Kann auch nicht mehr arbeiten gehen. Vielen lieben Dank.
Und Jesus, du kennst auch diese Frau, die so verzweifelt ist und nicht mehr arbeiten kann. Und ich danke dir, dass du eingreifst in diesen Hormonhaushalt. Danke, Jesus, dass du da alles wieder in die richtige Ordnung bringst, so wie du es geschaffen hast, wie und wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass diese Hormone wieder funktionieren und dass all die Symptome verschwinden mit den Hitzewallungen und Schlafstörungen und alles, was da an Nebenwirkungen sind. Danke, Jesus, dass du eingreifst in mächtiger Weise. Amen. Amen. Schreib uns deine Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Eine 76-jährige Frau bittet um Gebetsunterstützung für Heilung. Wurde mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus eingeliefert. Dabei wurde Covid festgestellt. Ich bin 76 Jahre alt und seitdem auch in einer unglaublichen Schwäche. Herzschmerzen, die Herzklappen schließen nicht mehr richtig und bin sehr hilflos. Bin ermutigt durch das Zeugnis einer Glaubensschwester und bitte um Heilungsgebet. Danke und lieben Gruß. Ja, danke, Herr. Herr, was du schon mal getan hast, tust du wieder. Und ich danke dir dafür, dass wir Kraft schöpfen dürfen, auch von all den Zeichen und Wundern, die wir erleben. Und danke, Herr, dass wir auch für diese Frau bitten dürfen. Herr, ich danke dir dafür, dass du ihr nahe bist. Herr, du kennst die ganze Liste, Herr, mit den Herzklappen und Covid und alles. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du eingreifst. Danke, Herr, dass du, Herr, wirklich ihr auch Mut schenkst zu glauben um Heilung. Und ich danke dir dafür, dass Heilung bei dir möglich ist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Liebes Gebetsteam, bei meinem Ehemann wurde vor einigen Jahren ein Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich und im Lendenwirbelbereich diagnostiziert. Jetzt war einige Jahre Ruhe in dieser Sache. Seit gestern hat er starke Schmerzen im unteren Rücken. Was die Ursache ist, weiß ich allerdings nicht. Er kann sich kaum bewegen. Bitte betet für meinen Ehemann, dass er wieder schmerzfrei wird und er sich wieder ohne Einschränkungen bewegen kann. Danke. Ja, Herr, danke. Diese Bitte wollen wir nachkommen, dieser Bitte. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass wir auch diesen Bandscheiben, Herr, befehlen, wieder in den normalen Platz zu kommen und die ganzen Wirbel wieder in den normalen Platz, die Nervenbahnen. Und danke, Herr, dass Gesundheit kommt, Herr, und dass, Herr, nicht nur die Schmerzen verschwinden, sondern dass die ganze Wirbelsäule gesund wird. Ich danke dir dafür. Durchströme du diese Wirbelsäule von Kopf bis Fuß, Herr. Ja, Fuß geht's nicht ganz, aber Herr, die ganze Wirbelsäule. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und viele Zeugnisse haben wir auch heute wieder. Und Gottes Versorgung ist wunderbar, wie dieses Zeugnis zeigt. Mein Sohn, der eine leichte Behinderung hat, hat nach dem Gebet innerhalb kürzester Zeit eine Wohnung gefunden. Der Jobcenter übernimmt sogar die Kosten. Jeder war erstaunt. Vielen Dank an das Gebetsteam für das Beten. Ja, und das, was für Menschen unmöglich scheint, das macht Gott möglich. Keine Immunschwäche gefunden, berichtet diese Frau aus der Schweiz. Unser Enkel ist nicht mehr so oft krank. Da hat Gott eingegriffen. Auch im Spital wurde keine Immunschwäche diagnostiziert. Herzlichen Dank für das Gebet. Wie wunderbar. Und Verdacht auf Krebs nicht bestätigt und wieder neue Kraft, schreibt diese Frau aus Bayern. Im letzten Jahr bat ich euch um Gebetsunterstützung. Es ging um den Verdacht auf Nierenkarzinom. Er hat sich nicht bestätigt. Der Text im Geburtstagsbrief dann aber schon. Ein Tränental, das sich in einen Quellfluss verwandelte. Ich kann nach einer Zeit großer körperlicher Schwäche die anstehende Arbeit wieder gut bewältigen. Ich lernte zu vertrauen und bin in großer Dankbarkeit. Durch euer Wirken durfte ich die göttliche Führung in eurer Arbeit erkennen. Ich danke Gott und euch. Ja, ich lernte zu vertrauen, sagt diese Frau. Und es ist wunderbar, wenn wir wirklich Gott vertrauen für all die Probleme und für all die Sorgen, die wir haben. Und ein Mann schreibt uns von einer Gebetserhörung von seiner Tochter. Wesentliche Besserung.
Er schreibt, im Januar habe ich ein Gebetsanliegen für meine Tochter an euch geschickt. Sie hat MS und ihre Gesundheit ist sehr angegriffen. Jetzt hat sie uns mitgeteilt. Halleluja, mir geht es wieder besser. Ich habe mehr Kraft, mein Herzschlag ist wieder normal und die Müdigkeit hat nachgelassen. Gelobt sei Gott und danke für eure Gebete. Ja, ich habe vorher schon gesagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ja, hat er bei dir auch was Unmögliches möglich gemacht? Lass es uns wissen, wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, den Frieden, den anderen Frieden. Und ich sage dir, je mehr du Gott kennenlernst, desto mehr Frieden hast du. Und den richtigen Frieden, nicht irgendwo, ich unterdrück alles. Die Christen können so wunderbar unterdrücken und irgendwann explodiert alles. Nein, nicht unterdrücken, sondern von Gott lernen und wirklich den tiefen Frieden in sich tragen. Und du kannst dich nicht nur für den Frieden entscheiden, sondern musst auch was tun. Lerne, was Gott für dich ist. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und ich möchte dir unser neues Magazin empfehlen, wenn du es noch nicht abonniert hast. Es ist neu für dich da. Komm, schreibe über das Internet und bestelle es völlig kostenlos. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.